Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Demon's Souls. Genau, wir sind zurück bei Let's Play Demon's Souls und wir müssen da durch. Und ich habe jetzt nachgeschaut, wie wir da jetzt durchkommen, durch dieses Tor. Und zwar ganz einfach, wir haben einfach einen Schlüssel übersehen. Ja, das haben wir eh gewusst, nur wo der ist. Ja, das ist auch nicht allzu schwer. Ich habe irgendwie gewusst, dass dieses eine Item, dass wir das brauchen. Zwar sterben wir so nicht, ihr habt jetzt das vielleicht nicht ganz gut gesehen, weil ich das weggedrückt habe, aber das war ein Schlüssel. Hier, Hoffnungskerker. Das war kein Schlüssel. Oh ja, es war ein Schlüssel. Warum ist der nicht hier angezeigt? Aufseherschlüssel, genau, Aufseherschlüssel, also quasi der Schlüssel. Der überall sperrt. Ja, der Universalschlüssel. Auch deppert, dass die Aufseher den verloren haben, den kann jetzt eigentlich jeder in die Finger kriegen. Der verloren nicht, der ist ja gestorben, der liegt ja dort, der ist ja tot gewesen. Ah ja, tja. Den hat wahrscheinlich irgendwas... Wahrscheinlich ist die Ballistamaschine irrtümlich angegangen. Nein, wir müssen nämlich auf der anderen Seite... Ich weiß schon, Aufseherschlüssel ist nämlich auf der anderen Seite. Jetzt lass mich keinen Blödsinn erzählen, das wäre jetzt ziemlich doof. Ja, doof. Hier ist der Eingang, oder? Ja. Eins hoch müssen wir und dann gibt es hier eine Tür. Nicht diese. Du hast gesagt, eins hoch. Ja, leck mich, wurscht. Hier. Ja, Aufseherschlüssel. So, und jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich habe trotzdem sicherheitshalber nachgeschaut, aber... Perfekt. Da ist dieser komische Typ. Hier ist eine Heldenseele, eine angesehene sogar. So, den. Warum tust du nicht spallern? Weil ich dem nicht begegnen möchte. So, tot. Frisches Gewürz. Hier direkt hinter der Biegung macht auch einer Halt. Shit. So, stirb, verreck, elendig. So, perfekt. Perfekt, elendig, verreckt. Frisches Gewürz, sehr gut. Können wir hier immer brauchen, weil wir den Mana-Ring nicht tragen können. Weil wir den anderen Ring, den Diebesring, tragen müssen. Noch eine angesehene Heldenseele, das ist ja perfekt. Ja, das gibt Punkte, Punkte, Punkte. Jop. So. Und hier... Zack, können wir aufstoßen. Gar keinen Schlüssel dafür benötigt. Das heißt, prinzipiell kann hier jeder rausspazieren. Na, das wird wahrscheinlich quasi der Eingang für die Wärter sein. Vermutlich, ja. Also quasi der Haupteingang. Schaut ja auch sehr haupteingangig aus. Eingangig. Ja, gut, es sind Perfectly halt Perfectly Germanici. Ja, leck mich. So. Neck dich selber. Hier leider kommen wir hier nicht ganz raus. Das wäre schön. Okay, ist nix. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ich weiß jetzt nur, wir müssen durch diesen Turm hier. Hier durch. Da. So, und hier können wir jetzt diese... Balliste abstellen, Hebel ziehen. Ich habe nachgeschaut, das ist eine Balliste. So, und jetzt fährt sich das nämlich ein. Und wehe, jetzt macht sich irgendjemand von den Wärtern den Spaß und macht sie wieder an. Das wäre ganz blöd. Eine Soldatenseele, eine Sagenwobene, aber Ring der listigen Ratte. Ich weiß gar nicht mehr, was macht denn der.
Der Listing-Rate erhöht den Angriff bei 30% und weniger TP. Ah, okay. Der wird einmal im Spiel noch sehr nützlich sein. Noch eine Soldatenseele. Noch eine Soldatenseele und wahrscheinlich noch eine Seele, oder? Nein, noch eine Epheme-Augenstein. Jetzt haben wir uns wieder eine Abkürzung geschaffen, weil das nächste Mal, sollten wir beim Bosskampf sterben, rennen wir aus unserer Zelle einfach hier runter, einmal gerade runter, gehen hier durch und kommen hier lang. Das heißt, statt jetzt der halben Stunde, die wir bereits hier am Werkeln sind, machen wir vielleicht 10 Minuten einen Weg. Gut, da oben ist. Wir haben, glaube ich, schon. Ah, ne, wir. Da oben waren wir noch nicht, ne? Nein. Hier geht's hoch, nämlich. Hier können wir nicht rüber. Hier geht's nämlich hoch. Blub. So, wird mir richtig schwindelig. Du läufst richtig der Kamera davon. Ja. Hier gibt es nämlich hier oben einen Weg. Da unten steht nämlich ein Gegner. Außerdem gibt es hier ein ganz wichtiges Item. Und vor allen Dingen gibt es hier einen ganz wichtigen NPC. Nämlich den sogenannten Puppenspieler. Denn, das spoilere ich jetzt einfach mal, wir sind jetzt eigentlich schon im Bosskampfgebiet. Also hier kommt nachher der Boss da unten hin. Die Sache ist nur, dieser Boss ist eine Puppe. Und was kann man mit Puppen nicht machen? Na? Töten. Genau. Man kann sie nur töten, wenn man vorher wen tötet? Den Puppenspieler. Ganz genau. So, der ist jetzt an sich, schaut ja ganz. Ich schaut ja mal schon so komisch aus, aber wenn man mit dem reden. Who do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Ja, das sagt er jetzt. Aber wir stechen ihn ab. Denn der hätte uns ordentlich Schwierigkeiten gemacht, denn wir hätten sie zwar besiegt den Dämon, nur jedes Da Mal, hängt der wenn, Schlüssel, ja, nur jedes Mal, wenn wir wieder hierher gekommen wären, wäre die Eule wieder da gewesen. Ich meine, wir kommen zwar wahrscheinlich nicht das ist einmal so wieder wie die hierher. bei wie heißt Hä? Dark Souls gibt es ja so Dinge, die da immer wieder beleben. Die Nekromanze, Ja. die Skelette, genau. Diese komischen schwarzen Gestalten, die Ja, Feuer machen, den musst du erst töten, töten. genau, bevor man die Skelette töten kann. Hier, das ist jetzt relativ gefährlich. Vor allen Dingen, da unten wird einer auf uns schießen. Was war das? Da steht, du bist Das war tot. ein Fehler. Ei, habe ich mich nicht verschaut. Ach Gott. Ja, aber wir haben ja den Weg schon frei, hast du gesagt. Den Puppenspieler Ja. müssen wir wieder killen, ne? Nehme ich an. Nein, der Puppenspieler ist tot. Wenn der immer wieder kommt, wäre es ja unnötig, ihn zu töten. Müssen wir hin, ha? Ich glaube, wir müssen zuerst auf 4 und dann von 4 ganz runter. Wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung, ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. So, du bist weg. Das Blöde ist, meine Kopfhörerbatterien sind leer. Ja, ich habe schon bemerkt. Ja, verrückt, Leute. Was da Da hinter kommt der links? gleich, ne? Der kommt da gleich raus. Und wenn ich dem in die Arme laufe, ist das quasi mein Tod. Ergo. Ah, der zerschlagt noch irgendwas, aber ich muss ihn da sehen. Sonst dreht er nämlich nicht um. Oder sonst hat er nicht umgedreht. Perfekt.
kann ich auch machen. So. Du Arschheini. Nee, 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 nee. So. Perfekt, den hat man als Zauberer echt 10-mal leichter als Nicht-Zauberer. Da hinten ist noch einer, gell? Hä? What the fuck, waren wir hier nie? Anscheinend. Das ist komisch, ist das nicht der Weg raus? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß nur... Da hier. Hey, keine Ahnung, ob hier einer ist, ich glaube nicht. Aber hier ist diese Type. Die singt und weil die singt, sind alle hier in der näheren Umgebung friedlich gestimmt. Keine Ahnung. You're an ordinary human, aren't you? Where do you call home? Oh, dear me, I shouldn't pry. Oh, perhaps you'd like something from my collection. I've had better days. I was once the wife of royalty. And I have some nice things to show for it. Okay, wir können hier Gegenstände kaufen. Alles sehr überteuert allerdings. Herr Mondlichtsternscherbe, bist wahnsinnig. Irgendwas ist hier sogar... Ja, Ring der Gier ist urteuer. Well, that's quite all. I wish to stay here. Ja, ist mir jetzt scheißegal, was du sagst. Wichtig oder Arsch ist halt nur, dass der jetzt in meine Richtung kommt. Ja, der kann eh nicht durch. Genauso wie du nicht. Ich wollte es dir gerade sagen. Bin ich jetzt gefickt? Ja? Ja, bin ich. Ja, warum gehst du nicht weg? Shit! Shit, 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 shit. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell weg oder ich bin tot. Und du tust was essen oder was? Bitte, du bist gleich hier. Du musst bitte was zu dir nehmen und du bist schon wieder, du hast dich in die Ecke gedrängt, da geht's nicht weiter. Oder? Fuck, das stimmt sogar. Moment, ich muss jetzt auf jeden Fall hier mal Halbmondgras reinlegen. Und noch einmal frische Gewürze. Heilige Scheiße. Das sind echt scheiß Hurenkinder, diese Typen. Ich bin jetzt auf 3. Fuck. Beeil dich, sonst trat sie wieder um. Nein, die Sache ist, die hören mich. Die hören mich, die sehen mich nämlich nicht. Hast du nicht die leisen Schuhe an? Eh. Aber nur wenn ich so langsam gehe, hören sie mich nicht. Kannst noch so leise Schuhe anhaben. Du musst irgendwo... Du hast dich wieder total verfranst, nehme ich an. Nee, wir sind jetzt auf Etage 3. Ja, wir können also, rauf. Ja, wir können jetzt einmal rauf. So, der betet da irgendwas an. Ah, ja, da sind wir, genau. Wir haben jetzt quasi einen kleinen Umweg gemacht. Einen kleinen ist gut. Ja. Stürzt jetzt wieder hoch, gell? Ja, ich weiß. Der ist jetzt zu weit weg. Ja, ich darf nur nicht, ich muss nur schauen, dass mir das Mana nicht ausgeht. Das wäre mehr als beschissen. Ja, für auf den Mana. Habe ich schon. Kostet nicht mehr? Ah, ich könnte eins mehr. Das ist wieder der Wahnsinnige. Gut. Warum schaust du rein? Das ist unnötig, das brauchst du alles nicht. Ja, aber wenn ich hoffe, dass die nicht rauskommen. Ja. Du verstehst meine Intentionen teilweise gar nicht. Nein, muss ich ehrlich sagen. Ich würde da durchstürmen und tschüss. Ja. Interessiert mich schon immer. Na, aber in Demon's Souls kannst du das nicht bringen.
Wenn du dich nicht überall genau umschaust, bist du tot oder verpasst du extrem viel. Aber wenn es dort nicht rausgeht, dann muss es in Stockwerk 3 runtergehen. Ja, das muss es ja eigentlich. Ach, fuck doch. So ein Scheiß. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir quasi wieder auf dem Niveau vom letzten Part, dass wir nicht wissen, wo es zum Ende geht. Und diesmal werde ich nicht irgendwelche... Ja, aber du hast zu mir zuerst gesagt, du weißt jetzt, wie es geht. Ja, eh, aber dann sind wir gestorben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie man runterkommt. Da drüben ist irgendwas Hellglitzerndes drinnen. Hier müsste es theoretisch... Hier geht's nicht runter. Ja, andere Seite. Bleib da und geh auf die andere Seite rüber. Und renn. Ja, aber nein, auf der anderen Seite geht's ja nicht weiter. Wobei doch, auf der anderen Seite geht's genau weiter. Wir sind ja hier auf Stockwerk 3, oder? Nee. Warum gestern nicht? Stimmt ja gar nicht, es geht da hinten nicht weiter. Aber da ist ein Item oder was, da glitzert und glänzt wie der. Wo? Nein, das, von dort kommen wir nicht hin, das ist ja der Sage Freak, der Zauberer. Für den brauchen wir erst diesen einen Schlüssel. Ach Gott. Ich hab gedacht, wir haben jetzt alle Schlüssel, also die sind alle weg. Ja, doch, wir haben an sich alle Schlüssel, nur wir müssen in 4, wir müssen eins höher, dort drüben und dann, ja genau so müssen wir. Sonst geht das nämlich nicht. Ich glaube, ich weiß schon wieder, wie wir müssen. Ja, ihr seht, Demon Souls. Wenn man nicht weiß, wo es hingeht, dann hat man echt verkackt. So, wir müssen jetzt nämlich hier hoch. Und dann war es schon richtig, was wir gemacht haben. Wir sind nur leider abgestürzt. Weil wir auf der falschen Seite gegangen sind. Da geht es nämlich nicht. Nee, da geht es nicht weiter. Aber hier geht es weiter. Und zwar nicht dort, wo wir vorhin nämlich abgeschmiert sind. Da geradeaus. Du bist ja nicht abgeschmiert in dem Sinn, sondern ja, doch, du ich bist bin runtergefallen. Zu weit gesprungen bist. Ich bin runtergefallen, weil es da auf einmal runterging. So, ganz gefährlich hier, weil ich den Weg nicht hundertprozentig kenne. So, das ist hier deutlich richtiger. Hier sind wir jetzt nämlich auf der Ebene, um Sage Frick zu retten. Nicht die erste, sondern die zweite Tür, glaube ich. Aber die dritte ist, glaube ich, schon unser Tod. Ne, die dritte. Genau, hier ist er. Perfekt, Spezialschlüssel. Ja, super, das ist das Einzige, was wir diesen Part schaffen. So, ich mag mit dir reden, Alter. Magnificent. I never expected to get out of there alive. My name is Frake. I am known as a sage. I thought my magic would give me an edge against these demons, but how wrong I was. I have been enfeebled by my long imprisonment. But I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. I thank the stars that I escaped when I did. I owe you my life. Jerry Stillett. Ja, perfekt. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal mit dem reden. Ne, der geht es zurück zum Nexus und dort können wir ihn beanspruchen bezüglich Magie. So. So, jetzt gehen wir aber runter. Alter, wir haben diesen Part Rückschritte quasi gemacht. Ja. Das ist das.
Ja, das müsste prinzipiell sogar schneller gehen. Sollte es zumindest. Ja, das ist schlecht, das darf uns nämlich nicht treffen. So, und stirb. Die Sache ist uns, dass uns der andere Typ nicht entdecken darf, ja. So, ich glaube... Nee, der verfolgt uns nicht. Oder zumindest, glaube ich, würde er uns zumindest nicht bis hier runter verfolgen. Ich bin dem noch nie weggelaufen wie jetzt. Aber es müsste an sich schon passen, dass wir jetzt einfach unseres Weges gehen. Da hochgebe ich übrigens absichtlich nicht, weil da gibt es an sich nichts außer... Aber da oben liegen noch unsere Seelen. Das ist jetzt doof. Ja, die wollen wir nicht hergeben. Nein, das sind 5000 Seelen. Ich möchte die ganz und gar nicht gerne irgendwo verschenken. Hier auf halbem Weg. Diesmal werde ich mich nicht darunter fallen lassen. Das sind zwar gute Items, aber der Preis ist einfach zu hoch, wenn ich sie nochmal verfehle. Weil nochmal den heutigen Part. Im heutigen Part, was haben wir gemacht? Wir haben. Nicht viel. Ja, wir sind eigentlich gerade in den letzten 10 Minuten nicht einen Schritt vorwärts gegangen. Das macht mich doch schon ziemlich traurig. Ja. So. So. Ja, ist hier richtig. So, und da vorne erwartet uns nämlich auch noch ein Feind. Aber der erwartet uns dann erst beim nächsten Mal. Wahrscheinlich bei Let's Play Demon's Souls.